Ich stimme zu Rika Pop nein, weil hier an der Langstrasse und auch als Barinhaberin, es ist ein grosser Ausländeranteil, es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit und darum zeige ich euch, wie man den Stimmzettel ausfüllt und nein, stimmt zu Rika Pop. Wichtig sind drei Sachen. Und zwar einmal Stimmzettel-Kuvert, den Stimmzettel zum Ausfüllen und den Stimmrechtsausweis. Für alle Pendler im Kanton Zürich, was Tram voll ist, kann man auch noch fürs neue Tram abstimmen. Zum Ecopop Nein abstimmen ist wichtig beim 2. Nein. Als nächster Schritt tun wir unsere ausgefüllte Stimmzettel in Stimmzettel-Kuvert zukleben. Dass das Ganze gültig ist, ist wichtig, den Stimmrechtszettel noch unterschreiben. Noch der unterschriebene Stimmrechtsausweis einmal umkehren, dass die Adresse oben ist, innen wurschteln, zukleben. Für alle, die gerne am Sonntag ausschlafen, bringen sie bis am Mittwoch auf die Post. Die Sache ist erledigt.